Nein, nein, nicht die Ranken angreifen. Einfach zurückhalten. So, jetzt sind wir außerhalb des Kampfes. Okay, nicht mehr mit den bösen Ranken anlegen. Oh, ein Sumpflaurer und ein Sporling. Okay, was? Sumpfbarbar, Sumpfdruide, noch mehr Sporlinge, okay. Ne, das da mal. Okay, gucken wir mal, dass wir den Sumpfbarbaren da erstmal loswerden. Der macht den Bereich Seraphim ganz schön Aua. Ja, Feind isolieren brauchen wir gerade nicht. Wir wollen nur erstmal den da loswerden. Okay, der ist da ein bisschen kaputt gegangen. Also der Bogen ist nicht schlecht, den Alof da beschwören kann. Oh. Guter Zauberstab, Feuchtspuren. Yay, Flussschiff. Und da liegt wieder ein Toter und eine verlorene Katze im Sumpf. Ah. Hi, Kätzchen. Twix. Hm, Twix. Ich mag Snickers lieber. Plus 15 maximale Gesundheit, plus 10 Gesundheit wiederhergestellt bei Tötung. Ah, ja. Ich hasse solche Spuren, aber sie ist zum Glück recht schnell gestorben. Flatsch. So, wir sind schon recht weit herum um das kleine Problem mit den Ranken. Da hat's noch einen Rautaner-Soldaten erwischt. Oder Rautaianer-Soldaten. Da liegt noch einer. Bärenjunges. Indeed. Und sag bloß, das kann ich aufsammeln. Bärenjunges. Plus 8 Tapferkeit, plus 5 Schaden mit Nahkampfangriff. Das ist mal drollig. Ah, nein, mein Inventory ist hier. Was war der Gruppenweite-Effekt nochmal?
13 Gesundheit bei Tötung. Nee, dann lieber den Hund. Und Seraphin hat ein Level-Up noch gekriegt, habe ich gar nicht gemerkt. Findigkeit und Mechanik mal. 2 Punkte. Ermächtigung erhöhen ist immer gut. Verbindung zum Geist der Verbündeten in kurzer Entfernung. Jeder eingehende Angriff eines Verbündeten im Gedankennetz muss die höchste anwendbare Verteidigung, egal welche Person im Netz, überwinden. Wenn ein Charakter im Gedankennetz Schaden erleidet, wird sie oder er aus dem Netz entfernt. Okay. Fokus für das Medium, das sie erschaffen hat. Okay, das Medium sagt Kraft. Oh, der Zeitparasit klingt gut. Noch irgendwas Waffenmäßiges. Na komm, nimm Stiletts. Nö, nimm Dolche. Klingt besser. Welches Waffenset hat Seraphin eigentlich gerade ausgerüstet? Ja. Die beiden Knarren. Gut. Rasierkiemen eingesackt. Na, die Rautaner sind aber schon recht weit vorgedrungen in den Sumpf. Auf der Lichtung warten 4 gottgleiche Druiden auf dich. Die Gottgleiche des Todes und des Mondes. Ich zähle 5. Flüstern miteinander. Gelegentlich werfen sich dabei einen Blick zu. Die Gottgleiche der Natur sieht ein wenig schwankend auf ihren Füßen. Ihre Augen sind halb geschlossen. Der Gottgleiche des Feuers hat die Hände zu Fäusten geballt und beißt die Zähne zusammen. Jeder Schritt vor dir entehrt den Boden. Warum beschmutzt du diesen heiligen Ort? Ich bin gekommen, um euren Streit mit der Königin Todesfeuergesellschaft zu beenden. Oh, du weißt schon, ich schaue mir einfach die Sehenswürdigkeiten an. Mein Geschäft geht dich überhaupt nichts an. Angreifen, die Flottenmeisterin lässt grüßen. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Ich bin gekommen, um euren Streit mit der Königin Todesfeuergesellschaft zu beenden. The Rawatayan Invaders trespassed upon our sacred ground and ignored our overtures. The fault for this conflict lies not with us. Die hautalischen Eindringer haben unseren geheiligten Boden betreten und unsere Angebote ignoriert. Die Schuld an diesem Streit liegt nicht bei uns. Kurz brennt die Flamme der Haare des Sommers noch heller. Sanft beruhigt der Herbst seinen feurigen Gefährten. Why should we believe you are any different? Warum sollten wir dir glauben, dass du anders bist? Die Frage von Herbst ist aufrichtig gemeint. Sie ist entschlossen, dich anzuhören. Du musst dir doch nur meinen tierischen Gefährten anschauen. Da weißt du genau, ich bin ein Freund und kein Feind der Natur. Eloquent though your words may be, they will build no peace between us and the invaders. They or we must leave this island, and we shall not be moved. Und wenn du noch so redegewandt bist, es wird dir nicht gelingen, Frieden zwischen uns und den ausländischen Eindringen herzustellen. Einer von uns muss diese Insel verlassen, entweder wir oder sie. Und wir werden uns nicht vom Fleck rühren. Aber wenn ich die Flottenmeisterin umbringe, ist die gesamte königliche Todesfeuergesellschaft hinter mir her. Eine ruhige See macht doch keinen Spaß. Ja, von wegen. Fool set sail and doesn't expect to weather a storm or two, trespasser. Nur ein Narr setzt die Segel, ohne mit einem Sturm oder zweien zu rechnen, mit denen er fertig werden muss, Eindringling. Decide now. Will you protect this place? Are you with us? Entscheide dich jetzt. Bist du bereit, diesen Ort zu beschützen? Bist du auf unserer Seite? Nein, ich werde sicherlich keine Flottenmeisterin für ein paar dahergelaufene Druiden umbringen. Ich weigere mich. I knew you were a charlatan. Kill him. Ich wusste doch, dass du ein Charlatan bist. Bringt ihn um. Erstmal zurückziehen. Hallo, ich will das Spiel endpausieren. So. Ja, weil das Siegel der Pein ist da hinten und das ist nicht so gut.
Deswegen, Alof, mach mal das Ding bitte weg. Wenn du es wegmachen kannst. Ja, kannst du. Gut. Okay, ja, das hat was auf... Ja, Flucht der Albträume auf Edda gesetzt. Auf Edda gesetzt. Und jetzt hat's auch Seraphin. Ich habe die Anführer der Druiden getötet, so wie Flottenmeister Nokaya das von mir verlangt hat. Ich sollte sie es sie wissen lassen, dass ich meine Aufgabe erledigt habe. Ja. Hat mir das irgendwelche Mali hier eingebracht? Nicht wirklich, aber das könnte mir Bonuspunkte bei der Todesfolgegesellschaft einbringen. Tja, ich hatte leider keine andere Wahl. Tut mir leid. Hey, Obsidian-Splitter, die sind was wert. Obsidian-Plättchen sind auch was wert. Ein Bogen. Happily. Mundkohle, ein guter Kampfstab. Alright. Ganz ehrlich, ich, solange ich noch hier bin, versuche ich doch mal die Ranken aus dem Weg zu räumen. Wenn sie jetzt nicht gerade von selbst verschwunden sind, aber sind sie nicht. Gut, sie fallen recht schnell, muss ich sagen. Ja. Weißt du, jetzt nicht genau, ob mir das was gebracht hat an Erfahrungspunkten, aber besser als sie da stehen zu lassen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es bereue, dass ich die Druiden getötet habe, anstatt die Flottenmeisterin. Wobei, dass das einzig Vernünftige war, eine kleine Gruppe Druiden, die ohne Vorwarnung auch noch mich angreifen. Zu einer Flottenmeisterin, die hinter der eine ganze Gesellschaft steht. Vor allem wurde ich von den Druiden eh sehr unfreundlich begrüßt. Ich hoffe, deine Bemühungen um die Lösung der Korallensituation verlaufen erfolgreich. Die Anführer der Druiden sind tot. Excellent. You are as dependable as I've been told to expect. Now we can begin logging in earnest. Was? Ausgezeichnet, du bist genauso zuverlässig, wie ich es erwartet habe. Nach dem, was man mir über dich berichtet hat, jetzt können wir mit dem Abholzen so richtig beginnen. Regarding your reward, we seized a cache of weapons from a gang of pirates we caught sniffing about Sayuka. Was deine Belohnung betrifft, wir haben ein Waffenlager einer Piratenbande beschlagnahmt, die sich in Sayuka herumgetrieben haben. Of course, we only use regulation weaponry here, so I'd appreciate it if you'd take these off my hands before one of my engineers does something foolish with them. Natürlich verwenden wir hier nur reguläre Waffen, weshalb ich dir sehr
Deshalb wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir diese hier abnimmst, bevor einer meiner Ingenieure mit ihnen noch etwas Dummes anstellt. Xephas empirische Erkältung, das ist eine Pistole, oder? Ne, das ist eine ist das eine Donnerbüchse oder eine Pistole? Eine Donnerbüchse. Es steht meistens hier nirgendwo, oder? Ich bin immer zu blind, es zu sehen.